Die Teebeutelrakete. Wie kann man aus einem Teebeutel eine Rakete bauen? Wie das funktioniert und die Physik dahinter erfährst du in diesem Video. Hier basteln wir eine Teebeutelrakete. Dazu brauchen wir einen Teebeutel. Den Teebeutel, da ist hier oben so ein Faden dran. Den Faden versuche ich zu entfernen. Ups. So, das legen wir mal beiseite. Dann kann man den Teebeutel aufmachen. Das ist in der Regel so ein Schlauch. Den Schlauch, den leere ich einfach mal hier aus. So. Und jetzt kann man hergehen und den Schlauch sozusagen öffnen. Und hinstellen. So, dann kommt der spannende Moment, und immer wenn man natürlich mit Feuer arbeitet, ist es gut, also wenn du mit Feuer arbeitest, ein Erwachsener dabei ist und man entsprechend guckt, dass nichts Brennbares in der Nähe ist. So, dann entzünden wir. Die Rakete, die brennt ab und im letzten Moment, zack, fliegt sie weg. Warum fliegt also die Teebeutelrakete? Naja, erstmal brennt sie. Und durch das Brennen wird Luft warm. Warme Luft hat eine geringere Dichte als kalte Luft. Heißt im Klartext, ich habe hier Luft, die sich hier hoch bewegt. So, und durch das Abbrennen wird die natürlich immer kleiner, bis im Prinzip nur noch das abgebrannte Gerüst übrig ist. Dann ist die im Prinzip auf diese Höhe hier abgebrannt. So. Und so. Und wenn das im Prinzip komplett verkohlt ist, ist das ganz, ganz leicht. Und die warme Luft, die Strömung, die geht ja hier hoch und dann reißt die das einfach mit und bringt das nach oben. Und dadurch fliegt die Teebeutelrakete.